Hast du schon mal was von Couchsurfing gehört? Meinen Sie jetzt Kitesurfing oder? Nein. Ja. Von Couchsurfing habe ich noch nichts gehört. Ne? Ja, ich habe davon schon was gehört. Couchsurfing, genau. Ja, habe ich gehört. Nee, nie gehört. Also ich habe das schon mal gehört. Ein paar Freundinnen von mir haben das schon ausprobiert. Ah, wo man in die Städte geht und dann bei anderen auf der Couch schläft, die man nicht kennt, gell? Ich habe eine grobe Vorstellung davon. Also das heißt, jemand pennt bei mir auf der Couch oder ich penne bei irgendjemandem einfach irgendwo. Internetplattformen wie zum Beispiel Couchsurfing.org haben eine ganz neue Art und Weise zu reisen verbreitet und eine eigene Welt kreiert, bestehend aus Gastfreundlichkeit und Kulturaustausch. Nicht jeder kennt nun einmal überall Leute, bei denen man mal schnell für ein paar Tage unterkommen kann. Stuttgart, Sydney oder San Francisco. Couchsurfer gibt es überall. Aber gibt es sie denn auch in Saarbrücken? Kannst du dir denn vorstellen, das selbst mal zu machen? Es kommt auf den Menschen an, wenn mir derjenige sympathisch ist, klar, sicher, hätte ich damit kein Problem. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich, glaube ich, zu viel Angst. Wieso nicht? Ich finde das eine tolle Sache, habe schon überlegt, ob ich sowas nicht auch mal ausprobieren sollte, weil ich finde das also viel besser, als irgendwo ein Hotel zu suchen. Man hat eher Kontakt mit den Leuten, das ist also eine super Sache. In einer Notlage vielleicht schon, aber normalerweise würde ich mir, wenn ich irgendwo bin, ein Hotel machen. Wenn ich sicher bin, dass es ohne Risiko ist, ja, vielleicht. Nein. Vielleicht als Zwischenziel, um weiterzureisen, ja. Aber sonst? Nee, ich persönlich nicht, aber schon Freunde. Und die waren alle ziemlich begeistert. Also in Sizilien, glaube ich, und Rom. Also ziemlich teure Städte und dann kostenlos übernachten. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich hatte viel zu große Angst davor, an jemanden zu geraten, der es nicht ernst meint mit der Sache. Und wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin und auf einmal vor der Tür sitze, ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Also ich habe ein bisschen Respekt davor. Okay. Würdest du denn selbst Couchsurfer mal bei dir aufnehmen? Kommt drauf an. Ja, nee, ich weiß nicht genau. Ich persönlich. Keine Ahnung, ich verreise nicht mehr so viel, aber warum nicht? Kommt echt, glaube ich, auf die Sympathie drauf an, ob ich an dem Tag auch gerade irgendwie Bock habe, jemanden bei mir zu haben oder sowas. Das ist echt stimmungsabhängig. Aber prinzipiell wäre ich, glaube ich, schon bereit dafür. Würde ich auch. Also ich bin immer froh, wenn man andere Leute kennenlernt, Kontakte knüpft. Okay. Eine super Idee. Und für junge Leute auf jeden Fall was für den Geldbeutel. Kann mir vorstellen, sowas zu machen. Weil ich glaube, ich hätte mehr Angst, jemand Fremdes in meine Wohnung zu lassen. Nee, da hätte ich zu viel Schiss. Also, wer weiß, wo man da dann endet und nee, wäre nichts für mich. Ja, also, alleine glaube ich nicht. Vielleicht besser mit einer Freundin. Wenn ich alleine wohnen würde, nein. Und auch kein männliches Wesen, wenn dann doch eher eine Frau. Glaube ich schon, ja. Ja, kommt auch an, wer. Je nachdem. Müssten wir halt mal drüber nachdenken, ja. Ich war erstaunt, wie viele Couchsurfer es in Saarbrücken gibt. Das Netz ist voll mit Saarbrückern, die andere Couchsurfer hosten oder auch selbst auf fremden Couches surfen. Das Prinzip ist einfach. Man sucht sich eine Stadt und klickt sich durch ein paar Profile. Auf diesen Profilseiten kann man einiges über die Couchsurfer erfahren. Gäste und Hosts haben dadurch die Gelegenheit, einander erst einmal beschnuppern zu können. Vergangene Gäste können die Couchsurfer bewerten und Referenzen hinterlassen. Hat man dann einen sympathischen Host gefunden, schickt man ihm eine Anfrage, um zu erfahren, ob er zurzeit Couchsurfer aufnimmt. Und wenn er zusagt, dann kann das Couchsurfen losgehen. Und das Beste daran ist, es ist auch noch alles kostenlos. Also ich habe es das erste Mal gelesen in einer Zeitschrift und habe dann eine Internetadresse dadurch gefunden und habe dann auch mal geguckt, wo es die Möglichkeiten gibt, so etwas zu machen. Und das ist also weltweit eigentlich gang und gäbe. Unter jungen Leuten und auch unter Älteren. Wer letzte Woche nicht aufgepasst hat, für den fasst die folgende freundliche, Hedis spielende Dame nochmal alles zusammen. Und zwar kann man ganz günstig bei jemand Fremden auf der Couch übernachten und kann so ganz billig, günstig in fremden Städten übernachten. Für junge Leute ist das super. Immer noch keine Ahnung?
Man muss dann sehr wahrscheinlich selbst eine Couch zur Verfügung stellen. Dann muss man die Leute sich die kurz vorstellen, sagen, wer man ist. Und wenn die Leute sich, wenn man sich dann sympathisch ist, kann man im Endeffekt ja was ausmachen, oder? Sehe ich das falsch? Ganz genau. So läuft das doch. Ganz genau so läuft das. Letzte Woche habe ich versucht herauszufinden, ob Couchsurfing auch in Saarbrücken bekannt ist. Und tatsächlich, ich habe zwei nette Couchsurfer getroffen. Tiffany? Herzlich willkommen. Danke. Ich habe dir was mitgebracht. Danke, süß. Komm rein. Und Jonathan. Hallo, ich bin so und so. Kann ich bei dir pennen? Und die beiden haben mir erst einmal so erzählt, was man als Couchsurfer erlebt. Ich habe eine Türki, ich habe eine Amerikaner, ich habe viele Franzosen, Deutschland, Georgien. Also ich habe schon ein paar Mal gehostet hier in Saarbrücken. Das waren ein paar Mal Deutsche, die irgendwie wegen Konzerten oder so da waren oder einfach weil sie auf Durchreise nach Frankreich waren. Dieses deutsche chinesische Mensch war ein bisschen verrückt, aber er war nett, ne? Aber er war Buddhist und er hat zu mir ein bisschen gelernt, wie wir machen Meditation. Aber ich bin echt schlecht mit Meditation. Dann hatte ich einmal ganz spontan einen Mexikaner da, der hatte halt irgendwie so, der brauchte irgendwie was zum Schlafen, der hat es total verpeilt. Und der war dann die nächsten Tage bei mir, hat total auf der Couch gepennt, hat nichts gebraucht. War auch saulässig, hat immer mal gekocht für uns, das war eigentlich echt, echt cool. Und ich habe gar nicht verstanden, wie wir müssen machen. Und zum Beispiel, ich bin aufstehen um 7, ne? Ich finde das ein bisschen früh, ich wollte nicht nach aufwechseln, aber einfach in meine Couch, wie das. Und dann der krasseste Typ war wahrscheinlich ein Türke, der halt aus der Türkei, der hat studiert eigentlich, hat aber wollte ein paar Monate Auszeit nehmen und ist halt mit dem Fahrrad von der Türkei Richtung Deutschland, über Frankreich, wollte nach Spanien, ist jetzt, hat dann, da war dann, glaube ich, nachdem er bei mir war, noch lange in Holland, also totaler Rock'n'Roll-Trip, einfach mal durch die Welt ziehen. Und dann machen wir die Meditation schon. Oh Scheiße, was muss ich denn machen? Das ist vielleicht eine spirituelle Umlassung. Ich finde es einfach sehr cool, dass es heutzutage noch sowas gibt, dass man anderen Leuten einfach so vertraut und die bei sich aufnimmt und ein bisschen was gibt, aber halt eigentlich auch total viel wiederbekommt, weil man Leute aus allen möglichen Ländern mit super Geschichten halt aufnimmt. Und ja, und dann er wollte nicht in meinem, ich habe eine große Matratze auch, ich habe nur nicht dieses Couch, und er wollte nicht in meinem Matratze schlafen, weil er war zu bequem. Weil normalerweise in China, er wohnt in der Boot. Hat er dann auf dem Boden geschlafen? Ja, ja, klar. Natürlich muss man ein bisschen Zeit opfern oder man muss halt auch der anderen Person Vertrauen entgegenbringen. Die Couchsurfer nehmen immer etwas von hier along mit. Das geht. Mhm. Und zum Beispiel hier, das ist von der türkischen Bordell. Das ist eine kleine... Ein türkisches Bordell. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Eine Seife. Ja. Das ist echt süß. Das ist schön. Ja. Was auch bei mir manchmal ein Grund ist, sind halt extrem pragmatische Gründe. Wenn ich gehe Couchsurfing, ich nehme ja Champagne. Wenn meine Heimat nennt es Champagne und Frankreich. Ich wohne in Champagne, in der Region. Und meine Eltern machen Champagne. So, das ist normal für mich, eine Champagnerflasche zu nehmen. Das heißt, das ist halt einfach total praktisch und nett. Evet, Giras, Zokce, Konnichiwa. Du bist selbst auch schon gereist und hast Couchsurfing woanders gemacht. Hast du da auch immer eine positive Erfahrung gemacht? Ja, immer. Ja, so ein Vertrauen, das findet man einfach heutzutage ziemlich selten, finde ich. Also, das hat mich beeindruckt und deswegen habe ich dann auch gedacht, das kann ich auch mal öfters machen. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Couchsurfing mal selbst auszuprobieren, dann schaut rein unter www.couchsurfing.org.